Hallo Freunde, Yoshi hat mal wieder kein Intro gemacht. Satsch, aber ich bin für euch da. Heute reagiert Yoshi zusammen mit dem für euch Typen von TikTok auf eure Halloween Outfits. Let's go. Was? Was? Bro! Digga, ich bin der übelste NPC neben dir. Ich hab gar nichts, Dog. Guckt ihn euch an! Ach man, Yoshi! Bro! Stop spielen, Yoshi, Bro! Stop spielen! Yoshi ist zu cool für Kostüme. Na, guck mal, ich hatte heute Morgen Friseurtermin in der Innenstadt, hab mir gedacht, dann gehe ich danach kurz in Kostümladen und hol mir so ein Knife oder so ein Freddy Krüger, diese Hände. Ja. Weil, also erstmal Friseur, auch mal, Digga, das kannst du nicht vermarkten. Das kann man. Wow! Das kann man nicht mehr vermarkten. Nee, ich hab einfach, also 9 Uhr wert Termin und ich bin 29 aufgewacht, das war halt so. Das war halt so ein bisschen das Problem. Ich sag ernst, das ist ernst crazy. Aber wie lange hast du dran gesessen? Mein Girl hat das in 15 Minuten gemacht. Weißt du, was ein Grund ist, warum ich mir die Haut nicht anmalen würde, glaube ich? Ich habe übelst Paranoia bei sowas. Erstens, dass man das nicht rauskriegt. Ich glaube, ich habe alleine heute 10 TikToks von Leuten gehabt, die Farbe nicht mehr aus dem Gesicht bekommen haben. Und zweitens, Bro, ich weiß, wie es bei dir ist, aber ich glaube, wenn ich das machen würde, ich würde morgen mit geisteskranken Pickeln rumlaufen. Wir haben uns alte Fotos angeschaut, okay? So, du weißt ja, wie ich aussehe ungefähr. Würdest du mir glauben, dass ich vor einem halben Jahr frisch aus der Drogenklinik kam, wenn ich dir das Foto zeige? Bro, ist so am Bahnhof. Sorry, Bro. Dass ich sterbe. Das ist doch zu crazy. Okay, Bro. Erstes von Noah. Noah eigentlich auch Person, die normalerweise Timeout bekommt, Bro. So, diese, ich gehe Ritual machen fit, so. Ich glaube, das ist einfach so auf Henkersmeister, ne? Weißt du, also ich würde sagen, wir picken so ein Favorite raus am Ende. Der wäre für mich Kandidat für Favorites, wenn er noch so ein, ich sag mal, Accessory dabei hätte. Irgendwie so eine riesige Kreuzkette oder so eine Sense, Bro. Das wäre überkrass gekommen. Ja, Kirchengänger Carsten, maybe, wer weiß es. Ja, und Bro, das ist halt das Ding. So, weißt du, das ist dann, das sehe ich im Discord, zack, Timeouts. Ja, ja. Ey, Digga, warte, kurze Frage doch. Ich sag immer Yoshix. Ist das richtig? Weil ich habe gehört, dass Jasper Yoshi KS gesagt hat. Also, da war mein Mind dann so blown. So, eigentlich theoretisch wäre Yoshi KS richtig, weil der Name ist ja eigentlich dadurch entstanden, das war mein alter Instagram-Name noch von früher. Das ist halt einfach so erster und letzter Buchstabe von meinem Nachnamen. Aber es ist not that deep so. Die meisten nennen ihn Sam. Ja, Digga. Meine Freundin hat so ein Couple-TikTok gemacht, okay? Das ist so übelst viral gegangen. Haben wir gar nicht gerechnet mit, dass das so 170.000 Aufrufe so bekommt. Ja. Leute schreiben in die Kommentare, was macht Sam da mit Yoshis Freundin? Nein, wow. Ehrenlos, Digga. Was haben wir? Akira, Mod, Spider-Man. Classic. Spider-Man. Gut, Classic, W. Close enough. Oh, cool. Hier. Ja. Okay, ist ernst cool. Aber ich muss, ich kenne die Figur, aber ich weiß nicht, woher. Fight Club. Ah, habe ich noch nie gesehen. Was ist so, kurz Rollenfrage, was sind deine Filme, Top 3 Filme? Okay, welche ich immer schön fand, war Gatsby mit Leonardo DiCaprio. Ich mag Leonardo DiCaprio auf jeden Fall. Ich bin generell übelst der Fantasy-Fan. Für mich ist, also auf die Liste draufpacken, wenn ich müsste, würde ich direkt Star Wars. Aber wenn man die jetzt mal außen vor lässt, für mich ist Tenet auf der 1. Ich bin übelst der, Christopher Nolan, klar. Ja, Tenet auf die 1, Inception auf die 2 und Interstellar auf die 3, für mich, ganz klar. Auch passend zum Fußballer, gehe als arbeitsloser Alkoholiker. Schalke-Fans mad. Hast du auch keinen Fußballclub oder so? Nein, nicht wirklich. Also ich bin, Ronaldo-Fan. Einer im Chat sagt, er geht als Batman. Er verkleidet sich nicht. Tatsächlich bin ich Batman, das wissen viele nicht. Aber deshalb muss ich auch mal so früh offline. Okay. Shiagu. Ich habe eine Frage. Guck mal, in Amerika ist es ja so common, dass man sich zu Halloween eigentlich basically jetzt alles verkleiden kann. Aber in Deutschland ist es doch eigentlich eher so, dass man sich gruselig verkleidet, oder? Stimmt, Alter. Darauf habe ich gar nie geachtet, diese Verkleidungskultur. Hier ist es echt dieses scary. Und in Amerika ist es so whatever, ne? Aber eben. Das Ding, weißt du auch, warum Halloween? Das ist doch damals, haben die das doch angefangen, um irgendwie den bösen Geistern Angst zu machen oder sowas? Ich glaube, deshalb haben die. Aber ich glaube, kein Geist hat Angst vor Ski-Agu. Big Facts. Das sind Facts. So einfach Ski-Agu. Aber, Digga, bitte, Akira, hab ganz große Augen auf den Chat jetzt, bitte. Wo ist mein Wolf von May?
Aber W-Kostüm ist cool. Als Rotkäppchen sehe ich. Ja. Und das ist halt das Ding, Digga, Noel eine Woche. Bro, das ist Loki das einzige Kostüm, wofür ich mich wirklich schminken würde. Joker ist für mich der beste Villain, den es je gab. Ja, ich bin jetzt auch gespannt, weil Thema Pickel muss ich echt mal gucken. Auch bin ich gespannt, ob das... Hast du auch so Probleme damit? So, ich hab übrigens viele Kollegen, die auch so, also die auch brown sind. So wie Sean Brownski und ich. Und das ist bei uns allen, Digga, also einmal Chips essen, Bro, es sprießt aus allen Löchern. Also Skincare ist eh so eine Sache, wo ich auch ein bisschen Content bald drüber machen wollte. Aber was halt wichtig ist bei Skincare ist natürlich, ne, was du isst. Also so Chips und sowas, eh klar. Und als Dunkelhäutige, wir vertragen auch Milch nicht so gut, tatsächlich. Mhm. Also Milchprodukte sind eh ganz schlecht für Pickel. Bist du laktoseintolerant? Nee, gar nicht. Aber es ist trotzdem nicht gut für die Haut, jegliche Art von Milchprodukten. Dann ganz oft, Jungs, richtig wichtig, Bettüberzug. So, da sind Bakterien auf eurem... Das sind solche Facts, wow. Das ist so wichtig. Ja. Hier, Noel, für dich nur ein Tag. Das ist so wichtig, dass du sagst, das ist so wichtig. Ja. Wechselt wirklich alles einmal die Woche, spätestens. Ja. Hier. Oh, Aber das ist sehr selber. Ich glaube, das ist einfach so ein Foto. Nee, das ist einfach ein Foto. Aber ich sag ehrlich, wäre ein W-Kostüm. Auch... Ich bleib dabei Goat aktuell für mich. Favorite Rapper, so mäßig. 100% ist für mich der Einzige, der nicht misst. Echt? So, cool. Ja, ich hätte dich gar nicht als Yeet-Hörer eingeschätzt. Bro, ich Yeet. Gefühlt jedes zweite Streaming-Intro von mir ist Yeet-Song. 100%. Echt? Okay. Digga, Fotos, crazy. Aber wahrscheinlich geht Bro auch so normal raus. No, ich glaube schon. Oder? Doch, Finns Fits sehen eigentlich öfters so aus. Ich meine schon. Mein Favorite, ich hab's doch gar nicht gesagt. Mein Favorite aus war, glaube ich, der... Ich sag ehrlich, entweder von May, also Rotkäppchen, was einfach gut umgesetzt ist. Oder von den Twins, von den Twizzies. Die beiden ersten, die kleinen Jungs. Oder von Noah, dieses ganz simple am Anfang, der Sensemann. Ich glaube, ich fand das Tyler Durden cool, das erste. Hier haben wir, ich glaube, Ken Carson, Fanboy. Outfit. Ding ist, das ist kein Outfit. Er geht so auch normal raus. Das ist Code. Sagst du auch mit Maske sogar? Er trägt nur solche Opium-Fits. Okay, hier haben wir einen weiteren Joker-Bruder. Ich sehe dich, Bruder. Go. Geh Scheiße bauen. Aber es kommt sogar. Also ich finde, er ist der coolste Joker, weil seine Haare sehen so wasted aus. Das kommt überstark. Die Haare sind stark. Dann der Louis V. Scarf. Und ich glaube, das ist eine No Faith Studios Hose. Sage ich jetzt mal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das gefällt mir wirklich sehr, weil das sieht einfach fresh aus. Oh, sogar mit Video. Was zum Fick bin ich sehend? Bro, das ist nicht mal gruselig. Das ist einfach red. Das ist einfach so. Das ist ein Fisch? Mit einer Ray-Ban? Mit einer blonden Frau? Mit einer was? Ich bin. Flopper Opium? Opiumfisch mit Ray-Ban, Malle-Brille und pinken, blonden Frau. Damner-Fit, das finde ich richtig cool. Ja. Loki hätte ich, ja, eigentlich schon. Hätte ich auch machen können. Finde ich cool. Cooles Fit. Ist hart. Kreativ. Ja, Prison Break. Let's go. Gulag. Aber ich hätte gesagt, guck mal, bei sowas, das hat wieder die Frage, ob amerikanisches oder deutsches Halloween. In Amerika, wer geht fit? In Deutschland hätte ich noch so Kunstblut oder sowas draufgefetzt, weißt du? Ja, true. Ja, wir haben ein Lied. Gut, geil. Ja. Dass wir ein Lied haben. Sehr gut. Danke. Aber er hätte noch die zweite Watch rausholen müssen, eigentlich. Und Soulja Boy Fit ist auch cool, Digga. Mhm. Vor allem, er hat sich Mühe gegeben. Ja, Fact. Aber Bro ist in keiner Gang. Keiner Gang, bitte. Bro, du bist kein Blood, Bro. Du bist aus Papenburg, G. Ey, du. Hä? Du hast ein Bild. Hä? Stimmt, Digga. Ja, aber das ist ja kein Kostüm, Bro, weißt du? Das ist ja Arbeitskleidung. Das ist jetzt kein Arbeitskleidung-Contest hier. Stimmt, Arbeitsuniform. Ich check. Bro, ich sehe das Kostüm. Ich hätte Chief Keef wirklich machen müssen. Ja. Das wäre so cool. Ja. Was? Hart. Aber ja, welches hat dir am besten gefallen? Ich würde sagen, das Chief Keef. Und also ich fand, also er hat sich ja quasi als mich verkleidet. Checkst du? Er hat so meine Arbeitskleidung nachgemacht. Fand ich auch ganz nice. Einfach Yoshi-Kostüm. Ja. Ganz chillig. Das ist halt der Joker, der allererste Joker mit den fand ich auch sehr sick. Der allererste Joker und den Demner. Den allerersten Joker und den Demner. Demner war halt übelst kreativ, so darauf kommst du jetzt auch nicht direkt, wenn du an Halloween denkst. Voll. Aber ja, Mann, geil, Digga. Das war doch cool.